Gewinnt 7. Ah, die Quests, die ich hier habe, die kann man gegen Freunde machen. Das wusste ich gar nicht, dass es gibt. Okay. Sehr cool. Gewinnt 7 Spiele in einem beliebigen Modus. Die gibt auch 100 Gold. Also die hatte ich noch nie. Mhm. Das ist ja nice. Und ja, theoretisch kann man sich, wenn man die Quest hat, einen Freund suchen und sagen, gib mal schnell 7-mal auf. Ja, genau. Also schneller kommen wir echt nicht an Gold. Wie man es so sieht. Etwas unüberlegt. So, man muss jetzt dazu sagen, ich habe den Mage schon seit 10 Millionen Jahren nicht mehr gespielt. Ja, ich habe früher nur Mage gespielt, aber weiß nicht. Dann zwischen die echt fast nur noch am Druide spielen, wenn ich. Ach nein, nein! Okay. Ich hab ja nicht angefangen, ich hätte wieder nett spielen können. Gegen Mage steht der eh nicht so lang. Ah, jetzt ist er maximal 2 Runden weg. Toll. Das Angeln ist mein Leben. Ah, die erste Runde, da enttäuscht du nie. Unglaublich. Unglaublich. Das ist echt häufig so. Die erste Runde zieht er echt immer eine Karte an Land und danach schnarcht ein Sensen. Komm schon. Oh. Er muss ja nur einmal treffen. Dann kannst du ihn kaputt machen. Naja. Ja, stimmt, ich habe ja noch. Na, wohl, vielleicht mache ich. Mache ich das so? Oh Gott, ich sehe gerade, dass da noch ziemlich viel Murks im Deck ist. Da mache ich das Beste draus. Nein. Hätte ich in erste Runde gespielt, dann hätte zweimal. Nein. Ja. Ärgerlich. Auf dem Allianz-Hintergrund kann man so viel Zeug auch kaputt machen, ne? Ja, ich mag's nicht, wenn links da die Gläser nicht hier kaputt machen. Ja. Bräuchte ich mal. Die sieht doch nicht voll doof aus, die Gläser. Die kann man nicht komplett rausschlagen. Ne? So. Ich hab erst letztens. Genau. Und zwar bei. Ich weiß gar nicht, bei wem ich es gesehen habe. Ich habe mir ja auch ein paar andere Runden. Und da habe ich ja rausgefunden, dass man den Ziegel bei dem rechten Haus da in dem mittleren, das ja, man rausholen kann. Ja, den kann man auch rausholen. Das wusste ich gar nicht, also. Oder fällt mir ich habe eigentlich überall rumgedruckt, aber. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Die Lampe ist aus, Bild, die Fenster sind kaputt. So bleiben bei mir ganz. Vandalismus können wir hier nicht gebrauchen, aber sonst. Soll ich den ja, jetzt. Wobei ein bisschen. Ich weiß, dass du den mit irgendwas Gemeinem kaputt machst, wenn ich den jetzt schon raushole. Das Problem ist, ich krieg deinen blöden Hüter erstmal nicht weg. Vielleicht lasse ich den deshalb sogar erstmal stehen. Ach, ach, ach. Was machen wir? Und so. Und so. Hätte ich jetzt noch diese Druidenkarte Anregen oder wie heißt die? Heißt die Anregen mit den 2 extra Malen? Hätte ich tatsächlich noch und so das und so und so. Sollte Anregen, ja. Ja, das finde ich beim Druiden ja auch so gemein. Ja, in der ersten Runde den Yeti rausspielen ist schon ziemlich stark, ja. Ach Gott, ach Gott. Das mag mir so gar nicht gefallen. So. Ja.
Der in der ersten Runde kommt. Der mit der Münze und den Spiegelbildern. Das ist immer so der perfekte Zug. Das ist richtig geil, ja. Aber das muss dann auch einfach passen. Meistens ist das Spiel schon halb gewonnen, wenn man das so zieht. Finde ich. Direkt so eine 3-3 auf dem Feld, die von zwei Spottern geschützt wird. Okay. Bad. Die halt nicht stehen lassen, der. Ja. Das Problem ist, ich kann auch nichts ausspielen. Ja, klar. Das ist genauso dämlich. Ich finde das übrigens ein bisschen fies, wie dein Druide gerade gebufft ist, muss ich mal so sagen. Das gefällt mir, ne? Da hatte ich mal ein schönes Kriegerdeck mit über 20 Punkten Rüstung am Ende dann. Okay. Ach Gott. Ist aber gut mal hier. Ich möchte eigentlich... habe ich ganz neu reingetan, den Biss. Ja, mit dem experimentiere ich jetzt gerade, aber... Oh boy. Okay. Ja, muss ich machen. Ah. Neue Kreatur gezogen. Okay. Ich könnte... Ich frage mich, ob... Dieb kommen. Wenn's auf der Hand ist. Ich möchte das so eigentlich nicht spielen, aber ich glaube, es geht nicht anders. Na teuer. Wenn man Feuer bei verschwenden muss, das ist schon mal echt immer bitter. Ja. Auf eine Kreatur. Dabei habe ich mich echt lange aufgehoben. Oh, ich habe keine Kreaturen mehr. Nur noch Zauber auf der Hand. Okay. Ja, kenne ich. Und auch noch schön dieselben. Exakt das gleiche Problem gerade bei mir. Ich habe nichts, was ich aufs Feld legen kann. Jetzt total verschwenderisch. Zweimal Zorn für eine neue Karte. So schlau, vor allem für so eine starke Kreatur. Oh. Die Kreatur, die ich jetzt gezogen habe, bringt mir nichts. So super. Mensch. Dann so. Noch ein Deck 14. Ich glaube, ich habe fast alle Zauber schon gespielt jetzt und gezogen. Jetzt können eigentlich nur noch Kreaturen kommen, also. Zumindest mal wieder was auf dem Feld. 10. Ganz coole Karte, die nehme ich. Yeah. Okay. Tja. Was machen wir denn da? Ich krieg den nicht weg. Ich
könnte das hier raushauen, aber das ist ein Riesenrisiko. Wobei alles, was ich jetzt mache, ist ein Riesenrisiko. Erstmal so. Dann. Mal so. Und so. Ja, Kanngeschosse reicht. Die treffen nicht. Die treffen nicht, falls die jetzt kommen. So doof drauf losgeraten. Ach, puh. Glück gehabt. Schön wär's gewesen. Ja, wobei bei 4 auf 3 Ziele, 4 Schaden. Das ist gar. Oh, schon wieder ein Yeti, ey. Ja? Alter. Ein Muss. Das mag mir gar nicht gefallen. Klirr. Ah, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten. Eigentlich gar keine, aber ich. Scheiße, Mann. Ich kann noch ein bisschen auf Zeit spielen und hoffen. Das könnte ich machen. Ich glaube, das mache ich auch. Das habe ich früher auch so gespielt in Magier. Mit allen Freezes, die es so gab, und dann erstmal Gegner 5 Runden lang in Folge, wenn ich mehr Glück hatte. Und dann erstmal gucken, was passiert, ja. Ja. Dann auf die Feuerbälle und Pyroschlag und so warten. Hat früher sehr gut funktioniert. Ist ja nicht mehr so, weil die alle ein Mana teurer geworden sind, diese AOEs. Ah! Ja, ich so. Habe eine schöne Karte gezogen durch sie, das reicht mir schon. Okay. Blöde Frage, warum habe ich. Ich habe gerade nicht angegriffen, oder? Nee, du warst aber auch eingefroren. Achso, ah, aber stimmt, du hast auch mit deinem Druiden nicht angegriffen, ja. Ah, ich glaube, nee, konnte ich ja eh nicht. Konnte ich nicht. Ja. Dachte gerade, ich konnte doch mit irgendwas angreifen, aber. Was soll ich nur tun? Die Frage ist jetzt, wie teile ich das auf? Alles auf den Yeti. Oder fresse ich den einen Schaden mehr? Ich frage mich, ob. Ah, ja. Bevor du hier mir irgendwas einfrierst wieder. Nicht noch nicht. Irks, I say. Okay. Will ich nicht auf dem Feld lassen. So ganz und gar nicht. Ich aber trotzdem. Uff. Okay. Das war gemein. Aber sehr gut gespielt. Mensch, ich habe ja alles quasi verloren. Ja, der Kartenvorteil macht sich. Oh, absolute Überlegenheit, die Quest. Ach so, okay. Der Kartenvorteil macht sich dann doch bemerkbar, ist einfach so. Was ist das für eine Quest? Also, die, ich habe es doch vorhin erwähnt. Ach, dass das war man die mit beliebigen Modus gewinnen kann. Ich dachte, die hättest du eben schon freigespielt. Ach, jo.
Ja, nee, das war ganz gut gelaufen. Also für dich, hast aber auch sehr gut gespielt. Dankeschön. Ich muss definitiv mehr spielen, glaube ich. Wir haben mit mehr Karten, bestehen da mehr Chancen. Das ist halt, je länger das Spiel dauert, desto schwerer wird es halt ohne Profikarten, heißt es, ne? Ja, Profikarten. Ja, ja, die Pro-Card. Ja, für die richtigen Pro-Gamer. Genau. Nee, war aber doch ganz lustig, würde ich sagen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Auf jeden Fall, ja. Und würde sagen, auf meinem Channel sehen wir uns beim nächsten Video. Und bei dir sehr wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Gut, dann bis dahin. Ciao. Ja, tschö.